Tag 3 Praktikum. Was steht heute an? Noch gar nichts. Ja, lasse ich völlig auf mich zukommen, mal schauen. Und wie gesagt, es kann durchaus sein, dass ich jetzt so eine Art Tagebuch mache, dass ich so hintereinander weg und das in einem Block dann zusammenfasse. Also nicht wundern, wenn jetzt nicht jeden Tag was kommt. Ich hoffe, der letzte war okay für euch auch, weil das ist ja mal ein bisschen schwierig in der Werkstatt mit Film und ist halt schwierig einfach für mich. Das sind ja alle Handgriffe, die mache ich teilweise zum ersten Mal, ja. Und da wirkt dann alles vielleicht auch noch ein bisschen plump oder so. Ich weiß nicht genau wie und was und wo. Und, aber man muss sagen, wenn ich jetzt erstmal weiß, wo das ganze Werkzeug liegt, was so langsam kommt, langsam kriegt das so hin mit dem Werkzeug, was wo ist, ist nämlich ganz wichtig, wenn man da ewig sucht nach jedem Werkzeug, nach jedem Schlüssel, das ist das Schlimmste, was das geben kann für mich. Aber jetzt, wo das so langsam kommt, da wird das auch alles ein bisschen besser werden bei mir. Wir sehen uns später, wenn ich mal zum Berichten habe. Bis dann. Yay. Na denn? Wow, jetzt stoßt denn wo hinten? Ja. Abend. Normalerweise dauert es auch nicht so lange, bloß heute konnte ich mal so lange schrauben, wie ich wollte und alles benutzen, alles Werkzeug. Und deswegen habe ich heute richtig lang geschraubt, weil ich an unserem Auto, das habe ich höher gelegt. Das ist jetzt bestimmt so viel höher. Okay. Neue Federn sind drin. Dann sind ja mal im Fahrwerk so, dass das Fahrwerk so federt, die Reifen so federn, federn dran. Okay. Neue Federn eingebaut. Die Stoßdämpfer gescheckt, ausgebaut, vorne gescheckt, sind in Ordnung, können drin bleiben. Ja, so was habe ich heute gemacht, eine ganze Menge eigentlich. Ja, also sag mal Mitternacht. Bis morgen. Wird so ein Zusammenschnitt werden heute, jetzt die Tage. Ja, wollen wir mal auf. Der nächste Tag, heute ist Skoda Octavia Runde 2, eine Neukundin da gestern. Zur Inspektion. Bremsen vorne komplett, mit Scheiben, Bremsen hinten, Belege. Was ist mit den Karten los? Immer haben die SD-Kartenfehler. Das kann ich nie brauchen, da ja diese Karte jetzt eigentlich die ganze Woche durchlaufen soll. Das kann ich nicht gebrauchen. Das ist doch Mist, die Kacki. Ich glaube, ich habe die Liste noch drauf, wie auch immer. Wenn ich, oh ja, ich schreibe mir das alles nochmal auf und werde das am Ende der Woche vielleicht nochmal runterbeten oder mir nochmal anschauen. Und ja, 15 Minuten später heute war eigentlich, wollte ja Hans den Hänger zum TÜV bringen. Dann haben wir aber gedacht, wir tauschen die Autos. Daraus ist jetzt nicht geworden, weil er hat ja einen gelben Zettel dran und er wollte nicht zum TÜV und zur Zulassungsstelle fahren. Das habe ich so nicht rein. Ich dachte, er wollte das gleich alles machen in dem Abwasch. Denn er muss den ja leider neu wieder anmelden. Das ist ja. TÜV abgelaufen ist, überleg mal, ey. Wenn die Papiere da gewesen wären, wäre ich ja schnell zum TÜV fahren. Aber die sind ja nicht hier, die sind ja in Österreich. Guck mal, ich fahre jetzt mal in die Werkstatt. Wir sehen uns gleich. Vielleicht. Vielleicht auch erst heute Abend. Jo. Aber ich hab bald geschafft, bist du mein Geburtstag! Jojo, jo! Man hat bald Geburtstag. Was ist das? Guten Morgen. Ach, wir haben wieder Schmiererei nochmal aus. Ach,
scheiße und da ist was schwarz und ja. Heute ist eine Woche um. Eine Woche, die ich im in der Autowerkstatt gearbeitet habe. Vor einer Woche habe ich angefangen. Und ich muss sagen, in dieser einen Woche habe ich sehr viel gelernt. Und sagen wir mal so. Man hat einen ganz anderen Bezug, denn irgendwie bekommt man relativ schnell zum Auto. Also wenn man Lust darauf hat, bekommt man schnell einen anderen Bezug aufs Auto. Wenn dann ein Auto überhaupt nicht interessiert, ist es scheißegal, klar, logisch, aber ist total witzig. Man ich habe mich gefreut, dass ich eigentlich ein recht gutes Verständnis habe für Dinge und wie sie funktionieren. Denn dadurch ist es mir unheimlich leicht gefallen, alle Arbeiten irgendwie. Ja, alle Arbeiten sind mir irgendwie leicht gefallen. War alles okay. Klar, habt ihr ja gesehen, den ersten und den zweiten Tag sozusagen. Aber dann lieber frage ich einmal mehr und frage auch so dumme Sachen, als dass ich da irgendwas kaputt mache, irgendwas abreiße. Ne? Vor allem, wenn mir vorher gesagt wird, zum Beispiel, bei den Schrauben aufpassen, nicht abreißen. Wenn die abgerissen sind, hat man ein Problem. Ja. Bin ich natürlich besonders vorsichtig bei sowas. Ja. Und jeder ran wie ein Uhrmacher auch an sowas. Ist mir auch egal, mache ich alles. Also, Gelenkwelle habe ich mal mit nach Hause genommen. Die werden wir uns, die defekte Gelenkwelle, die ich getauscht habe den Tag, die habe ich mal mit nach Hause genommen. Die können wir uns dann nochmal angucken, wenn es überhaupt jemand interessiert. Also, weiß ich ja nicht. Ich meine, Gelenkwelle ist Gelenkwelle. Ja, das System kann man sich auch T4 Wiki kann man sich das sehr gut angucken, wie das funktioniert. Aber ich finde cool, so ein Ding auch mal da zu haben und vielleicht zu sehen, anzufassen, wie genau, mal dran zu drehen, damit man das einfach zu kindisch zu erkunden, sozusagen. Mit anfassen. Nicht einfach nur so, nicht anfassen, nicht anfassen. Da haben sie ja auch alle so, nein, und das darf nicht so zu weit raus da und zu weit rein dort. Dann sind die Kugeln verschoben, dann kriegt man die alle nicht mehr hin und war ja alles mal in Einzelteilen. Muss ja auch alles irgendwie mal zusammengekommen sein. Also so schlimm kann es jetzt nicht sein. Gut, ich brauche einen Lappen, um Benzin. Schauen wir mal. Ja? Mach die Scheibe sauber hier.
Dinge gelegt hätte. Ach Mensch, Kamera läuft. Oh. Bin heute spät dran. Der Flo hat gesagt, ja 11 Uhr. Dann bin ich um 11 Uhr da. Jetzt ist es schon 10.48 Uhr und ich werde es nicht pünktlich schaffen. Hab mich noch festgequatscht hier beim Trödler. Allerdings sollte man auch wissen dazu, dass das ja eine freiwillige Aktion von mir ist, überhaupt dort auszuhelfen. Und die natürlich nicht für mich extra irgendwas eintakten sollten. Ist auch nicht eingetaktet. Es sind keine Termine vorhanden für heute. Also gilt es nur, den Golf zu reparieren. Ich habe einen Golf 5 da auf der Bühne. Der Golf 5 kam mit so einem kleinen Schwellerloch. Schwellerloch. Loch im Schweller. Natürlich, ne? Schwellerloch. Ein Müh eines Loches. So. Golf 5. Das ist relativ neu. Das ist alles schön lackiert. Sagt man, ne? Tür aufgemacht und da sieht man so eine kleine Rostwulst. Fakt ist, dass aus diesem kleinen Schwellerloch denn so ein Loch wurde, was sich bequem als Einstiegshilfe für Geländewagen eignen würde. So als Trittbrett. Fuß rein und ruf. Allerdings trägt natürlich die Stufe nicht. Ist ja auch völlig weggefault sozusagen. Der ganze Schweller ist durch. Der Wagen bricht jetzt nicht in sich zusammen. Aber den habe ich vorbereitet. Sprich, ich habe alles weggeschliffen, soweit wie den ganzen Rost. Alles weg. Und bis ins gesunde Blech drin. Das so sauber abgetrennt. Da wird jetzt ein neues Stück aufgesetzt wohl, weil sie möchte es nicht professionell repariert haben. Warum aber keine Ahnung. Ich würde es einfach machen. Ich würde das Ding einfach instand setzen, mit vernünftigem Blech richtig schön rumtreiben und zunieten, zuschweißen und fertig zu punkten. Ich liegen lassen, ey. Wenn jetzt mal einer rüber hüscht, dann ist der Reifen durch. Da gerade eine Kelle auf der Straße. Mal gucken, ob man das sieht. Da ist Mumpe drauf und alles. Guckt euch mal an, gerade frisch. Und die liegt so auf der Straße, mitten auf der Fahrbahn. Wenn da einer drüber hirscht, kann ich ja hier liegen lassen. Wieder was mich nicht angeht eigentlich. Weiterfahren, nicht drum kümmern. Nee. Kann ich nicht. Komm, nicht Betonmischer hier ohne Ende an. Da kommt noch einer, der nächste. Mit dem mal gleich die Kelle in die Hand drücken und sagen, hier, bring mal deinem Kollegen mit. Also, wir kriegen so ein Auge. Naja, wieder was erlebt am Morgen. 11.15 Uhr, keiner da. Alter, ich fass nicht, was ist denn das? Keiner da. Und ich mach mir schon Kopf, dass ich zu spät komme. So ein Schwachsinn, ey. Hey. Wer anders trinken will, muss die selber trinken, weil hier vorne,
sieht aus. Und lackieren, nachlackieren, nur immer drüber denn. Ja, Unterbauschutz. Ja, schmal hier. Mal gucken, was wir abkleben hier so. So, ja. Ist es. Da ist jetzt, da könnte man jetzt rangehen, punkten, typisch. Runter. Ja, das sieht noch weiter raus. Was ist mit der Knarre? Die sollte auch mal getauscht werden. Irgendwas ist mit ihrer. Dabei ist sie wahrscheinlich nur verdreckt ein bisschen. Vermutlich. Und teuer hat keiner aufgenommen. Was? Keiner aufgenommen. Doch. Läuft. Ich sehe nichts. Da muss ich mal auftippen. Achso. Dann nimmt die auch Ton auf? Ja, klar. Achso. Nein, nein, ich habe meine Frau ganz lieb. Ja. Es sind nur 1400 Leute, die sich das angucken. Ja, wird. Oh ja, da ist ja selbst ein Scheiß aus dem Ding abgeworfen. Wegen dir den ganzen Tag und packt jetzt schon, was selbst die auch nicht ab. Siehste. Wollen wir den Fahrrad machen? Vielleicht, wenn der echt kommt. Das, ja, ja. Dass er. Nein, den Fahrrad machen, das ist ja, geht ja schlecht. Eben. Jetzt gibt's Mittag. Ja, Sicherung ist ab. Schon wieder? Doch. Aber? Nee. Doch. Na, die alte ist ja minimal dicker. Die neue ist ja minimal dicker. Mal gucken.
Ach, herrlich. Wunderbar. Ciao, ciao. Also zurückstellen. Und so zurückgestellt. I'm going deeper underground. So, ins Mittritt gegenhalten. 15er. 13er. Moin, hi. Da vorne am Schreibtisch. Das ist Schreibtischtäter. Nach Hause? Aber nicht zu mir nach Hause, zu ihm nach Hause. Okay. Weil ich hab mir ja bei ihm abgeholt. Okay, haben wir. Fertig.
Ja, gut. Ich sah die Feder nicht. Fertig. Yay. Ja, so, jetzt muss ich euch meinen Schweller zeigen. Zu gebraten. Wird langsam. So, neues Video beim Mini, den mit Rücklicht tauschen. Machen wir jetzt. Komm mit. So, Mini. Heck, Lobbe. Aufmachen. Im Idealfall Verbandszeug rausnehmen. Alles klar. Und dann befindet sich hier hinten drin.
So eine schöne Verschraubung da oben. Ja. Und dann noch ein paar Clips drin. Hier hinten. Die muss man auch rausmachen. Und dann kippt der Scheinwerfer raus. Probier jetzt mal. Mann, oh Mann, oh Mann. Ab ist er. Jetzt die Clips da lösen. Wo sind sie? Da hinten. Ein oben. Und schwupps. Ist die Lampe draußen. Tada! Ta-t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 a
Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich wieder passend Material zusammengesammelt habe, würde ich mal sagen. Ja? Muss sich auch lohnen für euch. Wurstnudeln gibt es heute. Willst du ein paar Nudeln gegen Wurst tauschen? Ja? Nee. Nudeln kannst du haben von mir. Doch was. Kannst ein paar Nudeln von mir abhaben. Na gut, wir sehen uns auf alle Fälle wieder. Ich habe euch nicht vergessen. Wie gesagt, seid nicht traurig. Es dauert jetzt ein bisschen länger mit dem Vlog. Und denkt daran, immer schön kommentieren, Daumen hoch. Und abonnieren. Und weiter sagen. Kommentieren, abonnieren, diskutieren. Das wäre vielleicht gut. Ja, bis dann. Ciao.